So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Während die Emission hier läuft, werden wir mal schauen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, unbekannte Waffe in Form. Die Mission ist vorbei. So, Information wegen der Waffe. Techniker finden, der mehr mit der ungewandten Waffe anfangen kann. So, das ist der Spätrupp hier. Ja, da könnten wir eigentlich erstmal schnell hinbatschen. Da ist eh nichts weiter los. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal Richtung Richtung Zadon auf zum Kardan. So, wo geht's hier aus? Hier geht's aus. So. Hallo Vano, wie geht's? Wie steht's? Leben noch frisch? Ja, das auch plus Tschüss. Kriegen tun wir glaube ich ja hier nichts mehr. Ach, irgendjemand quatscht uns nachher noch wegen irgendwas an. Ich glaube der Gari. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Quatschst du uns wegen was an? Will ich jetzt mit dir reden? Ich will nicht mit dir reden. Ich glaube, das kommt hinterher. So, gehen wir mal raus. Oh, kacke Wetter. Dunkel wie Sau. So. Und zwar müsste das ja, genau, hier hinten, hier vor und dann links. Hinter dem Gebäude. Ist das nicht die, nee, das ist die, hä? Ja, das ist ja, genau, die Hütten sehen ja alle gleich aus. Guckt euch das mal an, gell. Naja, halt typische Plattenbausiedlung hier. Hat sich von euch mal jemand die Mühe gemacht und mal bei Google Maps nachgeguckt? Also ich habe mir das schon mal angeguckt. Also diesen Stadtteil, der hier integriert wurde ins Spiel, den gibt es wirklich. Okay, also zumindest in groben Zügen sieht der auch wirklich so aus. Moment mal. Markiert das doch bitte mal, damit wir überhaupt sehen, wo wir hinlatschen müssen. Ach so, die liegen ja eh gleich hier vorne irgendwo. Hier. Zwei oder drei Leute. Alle ein bisschen tot. Na, sagst du auch? Ich habe die Einheit gefunden. Die Männer sind alle tot. Scheinbar wurden sie erschossen. Aber vom Feind fehlt jede Spur. Das waren diese verdammten Informatiker. Wie müssen wir uns fortbewegen? Die Aufklärungseinheit hatte Informationen über die Position der Monolithen. Die Notizen deuten auf den Buchladen hin. Gut, ich schicke zwei Jungs zu ihnen. Sie werden in der Nähe des Ziels zu ihnen stoßen. Ende und aus. So, ich wollte gerade sagen, sagst du jetzt nochmal irgendwas? Buchladen, ja, hier. So, gut, plündern wir sie noch ein bisschen. Alles nehmen, was ihr habt. So, noch mal ein Fernrohr. Das ist gut, brauchen wir keins zu kaufen, noch ein Avalanche. Ach nee, das war eine Winter-BC, war das, gell? Das war der Avalanche. So, Dackelschießen. Dackelschießen, wo seid ihr, ihr Mistviecher? Kommt zu Daddy. Na? Mistviecher kommt hierher. Ich will auf euch schießen. Ja. Den haben wir. Nicht so hastig, ihr kommt alle dran. Ja, bleibt doch mal ganz ehrlich, Jungs. Ja. Ja, ihr kommt alle dran. Komm zu Daddy. Ja, komm zu Daddy. Ja, wunderbar.
Lasst mir meine Leute in Ruhe, ihr Mistbiester, ihr Verdammischten. Ich folge dir bis zum bitteren Ende, Mann. Manu, ich folge dir bis zum bitteren Ende. Bei Ihnen ist es sicherer. So. Mal hier nachladen. So, gehen wir ein bisschen auf... Was? Wohin? 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 Wohin wollt ihr? Ach, hier nicht, wo wollt ihr? Leute, macht doch mal nicht so schnell hier. Ihr seid zu flink. Viel zu flink, Mann. Hier sind doch böse Leute drin. Denkt doch mal da dran. Ja, das ist überhaupt nicht monolithisch. Ich bin doch fleißig gestorben. Ups, hallo. So, hallo. Tut mal mit. Das könnte dir so passen, ne? Ja, ja. Das sind die Stehenschen. Was? Wurde noch wieder gelebt? Was hat dir Kopf gekackt oder was dir vorher? Freund oder Feind? Freund. So. Moment mal, ich glaube. Ich hau den da von oben erstmal ein paar Granaten vor die Füße. Die hocken doch hier irgendwie. Ich höre schon hier was knurren. Oh Monolith, warum hast du uns verlassen? Was waren jetzt Granate? Ja, aus dem Spiel, ihr Idioten. Oh, Kacke! Nochmal Scheiße! Ach, es leckt mich doch am Arsch! Ich muss doch diese verblödete Dings irgendwann mal treffen! Etza! Ja, aus dem Spiel, ihr Arschlöcher! Lasst ihr meine Leute da unten in Ruhe, ihr Mistvögel. Muss ich hier ganz arg böse werden. Hier ist aber Ruhe. Im Schacht. Schicht im Schacht. Die ganzen Granaten haben sie nicht so richtig vertragen, die Kollegen. So. Okay. Aha, da wieder mal so eine Videosequenz. Seltsames Gerät untersuchen. Mhm. Mann, finster. Ich sehe gar nichts. Kowalski, hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. In dem Gebäude waren eine Menge Monolithen. Sie befanden sich alle in Trance und sprachen mit einem Haufen Schrott. Ich habe mir das mal näher angesehen und unter dem ganzen Zeug kann man eine primitive Antenne erkennen. Scheinbar spricht jemand durch diese Antenne zu ihnen und lässt sie glauben, dass es sich um eine göttliche Stimme handelt. Das ist alles sehr seltsam. Irgendjemand kontrolliert diese Fanatiker. Darum kümmern wir uns später. Ja, guck mal, da macht der Bernd ein Video, macht er das Licht auf einmal aus. Das war Sitten. Haben wir da Flinte, will ich verkaufen. Ja, gib mir dein Gold. So, was haben wir hier noch vor ein? So, was ist mit dem Banno und dem Dings? Ist doch schon absolut abgehauen. Ich hab da hier gerade noch was aufleuchten sehen. Ach, hier war noch einer. Ich frage mich, wo der Drecksköder wieder herkam. Was ist denn das hier? Nur ein bisschen Grünzeug. Eine primitive Antenne. Naja, ja, naja. Ob das als Antenne durchgeht, ich weiß ja auch nicht. Wobei. Naja. Sehr viel Wirkung wird es nicht haben. Einen großen Radius wirst du damit nicht abdecken können. Ja, hier liegt noch einer. So, hier lag noch einer.
Ja, ich splinter die jetzt alle einfach mal so aus Langeweile. Manu, ihr wollt doch bestimmt nicht hier bleiben. Ich habe ja alle keine Waffen mehr. Doch, der hat mal wieder eine. Wir wollen ja keine Waffen mehr. Wo sind die Waffen alle hin? Habt ihr euch die Waffen unter Nase gerissen, ihr Leute? Sieht ganz so aus. Manu, warst du raffgierig, oder? So, Flinte weg. Aber wo ist Flinte weg? Ne, sie ist da. Ja, sehe ich gerade was. Manu, mein Freund. Ich höre. Willst du hier bleiben oder was? Da drüben ist dasselbe, was glaubst du? Bla 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 bla. Okay. So, Alter. Wir haben unsere Jungs gerecht. Bla bla bla. So. Okay. Auf nach Hause. Glaube ich. Ja. Nö. Was ist denn jetzt? Soll ich das Ding in die Luft sprengen oder sowas? Ah, was haben wir hier? Nö, nicht. Sollen wir noch irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Eigentlich ist doch jetzt hier Schicht im Schacht. Na gut, haben wir mal eine Handgranate. Wir haben doch schon ein paar Handgranaten draufgehauen. Ich glaube nicht, dass das Ding kaputt geht. Das ging doch bloß bei dem anderen hier. Oh, was ich gesagt habe. Das Ding hustet uns eins, von dem schon kaputt gehen. Nächstes. Macht. Na okay. Würde ich sagen, wir machen uns wieder Richtung Heimat. Ey, ich bräuchte mal wieder ein bisschen anständige Munition, Leute. Bevor der Avalanche. Kommt ihr? Ah ja, jetzt kommt er. Du, wir müssen wir. Wo ist denn jetzt wieder unsere... Ach, hier. Ach, ich komme mit denen hinterher. Das ist am einfachsten. Die gehen zwar gar seltsame Wege. Das Ding hier, da gibt es Bilder. Da ist das Ding drauf. Also jetzt Originalbilder von, also Bilder von Popiat. Da ist das Ding hier drauf. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das darstellen soll, aber man sieht es auf jeden Fall. So, was steht hier? Ach du Scheiße. Müsste ich jetzt zu lange überlegen. Es fängt mit S an. Ratten! Wo ist sie? Wo ist denn die Mistrat? Ich hab's doch gerade nicht gesehen. Da hinten rennt sie. Ich krieg dich nicht Mistvieh, oder? Du tot. Ah. Scharada, ein großer Jäger. Trifft nicht. Jetzt hat er getroffen. 40 Schuss, um das eine Viehzwisch zu treffen. Naja, sowas muss auch mal sein. So. Diese gruseligen Hütten hier überall. Diese gruseligen Hütten hier überall. Sag mal, wo rennt ihr denn? Wo rennt ihr denn hin, sag mal? Wo rennen die denn hin, sag mal? Na doch, klappt. So ein halbwegs vernünftigen Weg. Jetzt müsst ihr aber langsam mal den Klapp tischen, denn das Ding ist da drüben. Oder? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah ja, jetzt biegen wir. Da schickt doch nicht seine eigenen Leute los, gell? Da schickt doch ein Wanu und ein Sokolov los. Sokolov hieß er doch, gell? Und die dürfen sie behalten, oder was ist ihre Waffe? Mich nöder voll und die dürfen sie behalten. So. Ach halt, nehmen wir mal zum Alten rauf. Wollen die mal Hallo sagen? Oder? Ich glaube, das bringt nichts, gell? Ja, lass doch mal die Tür hier auf. Warum machst du die Tür hier zu am Laufenband? Selbst überhaupt noch? Da bist du vorhin bei der X-Reden? Nö. Okay, das ist, wir haben unsere Jungs gerecht und damit ist die Sache vom Tisch. Okay, damit kann ich leben. Ja, fall runter.
Ach, da springt doch runter, du Dämlack. So, lassen wir uns mal die Klamotten reparieren. Und dann machen wir uns lang. Brauchen wir Munition? Oh, jetzt kriegen wir wieder Munition hier. 9x39 hier. Herr damit. Und MG-Munition. Granaten. Das sind im Übrigen, die haben sie sich verschrieben, das ist ein Druckfehler. Okay. Wenn ich jetzt draufklicke, sagt er 203er. Ja, ein bisschen, haben sie sich ein bisschen vermehrt, die Jungs. So, jener, welcher, dieser. So, was haben wir jetzt hier noch aufgesammelt vor Ramsch? Ach, hier haben wir einen Dings hier. Mir gefällt das hier vom Dings her hinten, vom Schaft her hinten, die Winter-BC. So, was haben wir hier noch? Das ist alles okay. Das reparieren wir mal. Das reparieren wir mal. Nur, dass wir es nachher gleich mit verkaufen können, das Ding hier. Jenen auch. So, irgendwelche komischen Pistolen haben wir scheinbar nicht aufgesammelt. Ach, ein Haufen AKs. So. Den hatten wir. Die haben wir noch aufgelesen. Und hier die Avalanche haben wir noch aufgelesen. Und ach scheiße, ein Haufen Pistolen hier. Ach, na gut. Reparieren wir es halt. So. Moment, jetzt will ich schon mal so. Verdammt. Habe ich so lange nicht an der Zigarette gezogen, dass mir der Asche auf der Hand gefallen ist. Solange sie kalt ist, ist das immer noch erträglich. Wenn sie natürlich brühend heiß ist, ist das irgendwie nicht so richtig lustig. Wenn sie auf immer nach verbrannten Schaden riecht. So. Oh, das sag mal. Ja, ich muss mir abgewöhnen, diesen ganzen Mist aufzunehmen hier. Was soll ich mit dem ganzen Getrümpel? So, na gut, gleich haben wir's. So, jetzt haben wir's. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. So, hier erstmal. Ach so, das muss ich erst später machen. Habe ich jetzt wirklich alles? Ah, das ist natürlich gut, dass wir das Werkzeug haben, gell? Das zweite. Halt, hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Das zweite Kalibrierungswerkzeug kriegen wir auch noch irgendwo. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo. So, da kriegen wir doch garantiert auch wieder Medizin hier. Hör damit. Wieder fett abgesahnt. Wanno, wie geht's? Tschüss, sagt er. Okay. Sprechen wir mal mit dem Gari. Könnte sein, dass der uns jetzt irgendwas erzählt hier von irgendwelchen. Na, werden wir ja sehen. So. Lange nicht mehr gesehen. Ach, guck mal, die Blase haben wir wieder gekriegt. Die wir den mal geborscht haben. So, und zwar wollen wir gleich in Zadon oder erst an der Jupiter vorbei? Ich will eigentlich erst an der Jupiter vorbei, weil Munition holen und so. Andererseits kann man das auch vom Zadon aus machen. Ach, dann machen wir erstmal in Zadon, komm. Abgemacht hier und los geht's. Ab in Zadon. Übrigens, wenn bei diesem Ladebildschirm, das hier dann so wischiwaschi ist, hier die Schrift oder so hier und dann auch später kommt, ich keine Ahnung wieso, das macht YouTube. Bei mir auf dem Video ist das noch alles klar und bei YouTube ist das nachher wischiwaschi. Oftmals, nicht immer. Das ist ja auch komisch. Okay. So, bin ich aber gespannt, wie lange wir brauchen, um den Zadon zu laden. Oh, ging verhältnismäßig schnell. Zack. Licht an. Blinde haben wir keine. Schulterfinster wie ein Bärenklo hier.
Wie hüpfst denn du? Du hast geschützt, wie lässt du dir aufmachen? Hüpft an den Lift. Ja gut, da freut sich halt. Hey, Stalker. Wie geht's? Ach, Pilot, hier ist er einfach nur. Weidmannsheil. Weidmannsdank. So. Ich würde sagen, ich verkaufe erstmal im Dings den ganzen Rotz. Was ist denn mit dir? Halte Fresse, ich kann dich nicht leiden. Hast du Arbeit für mich? Na, hat immer keine Arbeit für mich. Was haben wir denn hier noch? PTA Söldner Spiel Hook hier, weg damit. Abgemacht. Das könnte sich PTA Söldner irgendwie Rich auch von der Kläranlage. Abgemacht. Noch ein PTA von Strelok, abgemacht. Snacks PTA, einverstanden. Brauchen wir alles nicht mehr, den Rotz. Puff, Sultans rein hier, einverstanden. Speichermodul, weg damit, brauchen wir auch nicht mehr. Alles weg. Ja. So, okay. Haben wir den ganzen Rotz erstmal weggehauen. So. Jetzt lassen wir uns erstmal. Gut. Das war ein Geräusch. Gut, wir haben wieder solche Munition. Und. Ach doch, ja doch, Scharfschützenmunition. So, die kaufen wir auf jeden Fall erstmal. Ach hier, die Granaten natürlich auch. Ja, die können ja auch nicht schaden, gell? Die machen jetzt auch ein bisschen Spaß. So, das brauchen wir alles nicht. Nee. Wie sieht es mit Schrot aus bei uns? Da haben wir so 34 Schritte, kaufen wir die mal mit. So, her mit dem Zeug. Kostet ja nichts. So, Granate kannst du behalten. So, jetzt verkaufe ich dir erstmal die ganzen Kletterradatsch, die wir nicht mehr brauchen. So, hier haben wir eine Scharfschützenflinte übrig. Ach, da weiß ich schon mal nach Scheiße, weg damit. Ja, weg damit. Weg. Könnte ich vielleicht noch mal gebrauchen, oder? Ja, eigentlich nicht. So, Winter PC, doch eine Winter war das, gell? Winter, ja. Die Winter verkaufen wir hier dreimal. Wie, ey, was bleibst du hier, du Sauhacksch? Ich will dich verkaufen. So, wen haben wir hier noch? Ach, die wollte ich erst was abpunktieren. Verkaufen wir erstmal die 6 von denen hier. Das kriegst du nicht, das kannst du haben. Weg damit. Ist alles Müll. Die will ich auch nochmal behalten. Hier unten war noch ein Arschwoll bis 8. Ist das wieder bloß nach oben gehüpft. Das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn man anklickt und das Zeug hüpft nachher einfach nur nach oben. Ach nein, ich glaub's ja wohl nicht, gell. Was war das hier? Psi-Schutz, na gut. Elektroschock, weg damit. Ich will den ganzen Rammschutz nicht mehr haben hier. Was war das? Chemie lassen wir mal. Psi-Schutz haben wir bessern. Das können wir eh nicht verkaufen. Ey, wir haben noch eine. Ach, wir haben noch eine Blase. Hä, nee, wir hatten den doch ein Kloß gegeben. Hat er uns eine Blase gegeben? Na, guck an. Erstaunt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. So, Auge. Weg. Was haben wir hier? Wärmeschutz. Das lassen wir mal. Was ist da? Wie nennt sich das Ding? Feuerball. Aha. Lebensregeneration hier. Chemieschutz haben wir besser. Maximalgewicht. Ach so, hier, das ist sowieso weg hier. Das will er Klo ab und zu mal haben. Der Dings unten, da. Gepresstes Qualle. Na, die lass ich mal da. So, was haben wir? 172.000, gell? Na, ich glaub's ja wohl nicht. So, zurück. Man sieht sich. Ach so, die zwei Flinten wollte ich schon entladen, halt. Ja, was soll was zu essen haben? Ja, hast du was zu essen? Ach, nicht entladen, ich wollte die Dinger abbauen hier. Zielfernrohr abmontieren und bei ihm ein Granatwerfer abmontieren. So, da kannst du die zwei Hütten auch noch haben. So, wo sind sie?
Hier. Ach, das eine war eine AT-96. Ach, nee, egal. So, hier hast du den Rotz auch noch. Zug. So, gucken wir mal beim Kart an. Und jetzt jagen wir dem erstmal einen Schreck ein. Nee, erstmal machen wir Saufen. Hier magst du was zum Saufen. Üblicherweise machen wir den ja erstmal immer ein bisschen. Eine ruhige Hand beim Zielen. Eine Zigarette. So, hier hast du noch eine Flasche. Lustig da oben, wenn wenn man hat, guckt alles grün bis auf den einen gelben. Das ist der Sultan. So. Ey, Alter, ich hab Werkzeug für dich. Na, das Kalibrierungswerkzeug natürlich. Türe. So, dritte Flasche kriegst du nicht. Das wirst du hier, das fällst du mir vom Tisch. So, jetzt kann man natürlich hier noch ein bisschen Waffe modizieren. Modizieren wir mal. Schussgenauigkeit, Rückstoß. Was haben wir hier denn? Feuerrad, nee, du willst nicht, ach, in Gottes Willen. Dann lieber die Flachheit. Rückstoß können wir hier machen. Also hier machen wir erstmal einen Rückstoß. So, da haben wir hier erstmal einen Rückstoß. Schussgenauigkeit. Feuerrate will ich auf jeden Fall nicht erhöhen. Die ist eh schon Hammer hoch. Das macht ja und das ist das Zeug raus. So, Flachheit. Oder Feuer. Ne, Feuerrate wollen wir ja nicht. Also mit der Flachheit. So, und hier machen wir, da bin ich mir nicht ganz sicher, Schussgenauigkeit oder Rückstoß. Eigentlich der Rückstoß habe ich mit 30% hier. Oder sage ich, nehme die Schussgenauigkeit. Ja. So. Das hier haben wir ja überhaupt noch nicht modifiziert. Magazingröße plus 100. Schussgenauigkeit. Handhabung. Rückstoß. Geld haben wir ja ohne Ende, gell? So, du machst mal. Was war das jetzt? Ach, Rückstoß nochmal. 10%. Zuverlässigkeit ist immer gut. So, was war das? Ach, ich habe schon wieder nicht geklatscht. Rückstoß nochmal 20%. So, Flachheit, Rückstoß. Da ist Rückstoß, ist mir da am liebsten eigentlich. Zuverlässigkeit. Feuerrate. Die kriegen wir hier nochmal hoch. Nehmen wir hier nochmal die Zuverlässigkeit. Machen wir hier die Feuerrate. Handhabung. Nochmal die Feuerrate, und das Ding wird jetzt losrotzen wie Sau. Schussgenauigkeit. So, da haben wir die jetzt auch. So, was haben wir hier zur Auswahl? Rückstoß. Ja, logisch. Ich überlege jetzt bloß gerade, ein Nachtischgerät garantiert nicht. Wobei Nachtischgerät der zweiten Generation. Ach, das war. Oh, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das werde ich erstmal offscreen ausprobieren. Das wäre schon auf jeden Fall erstmal offscreen ausprobieren. Wie das jetzt mit dieser automatischen Zielerfassung war. So, was haben wir hier schönes? Handhabung, Schussgenauigkeit, Flachheit, geht nicht anders. Flachheit, immer nochmal Schussgenauigkeit. Ah, hier sind wir wieder bei dem Ach, justierbares Visier habe ich hier immer. Ja. Ja, brauche ich das wirklich? Ja, ich nehme trotzdem. So, wen haben wir hier? Rückstoß, Schussgenauigkeit, Feuerrate. Ah, Feuerrate will ich eigentlich nicht erhöhen. Handhabung, Flachheit. Dann haben wir hier nochmal die Schussgenauigkeit. Und hier die Flachheit. Brezel sie mehr rein. So. Da kriegt er ja einen kleinen Schock, wenn wir dem davon erzählen. Die tue ich mal offline, ja, offscreen ein bisschen modifizieren. Da habe ich jetzt keine Lust dran rumzubasteln. Schussgenauigkeit. Und hier hätten wir Rückstoß. Wären wir da eigentlich am liebsten. So, ach hier, nee, haben wir schon alles gemacht. So, wie sieht's bei dir? Ach ja, das ist halt langweilig, tut mir leid, gell, aber
Ja, eine Schussgenauigkeit auf jeden Fall. So, nochmal Schussgenauigkeit oder Rückstoß, nur ein Rückstoß hier. Hier nehmen wir die Feuerrate oder Flachheit. Feuerrate will ich eigentlich nicht erhöhen bei der Hütte. Ja, mit der automatischen Zielerfassung, da weiß ich immer noch nicht so genau. So, das tue ich nochmal machen hier. Ja, schade, leider kann man hier kein Dings drauf machen, gell? Ne, das ist eigentlich ganz günstig, dass die Feuerrate hier nicht so ganz hoch ist. Weil da haut sonst zu viel Munition raus. Nur die Schussgenauigkeit. Rückstoß. Nur wieder Rückstoß. Feuerrate definitiv nicht. Flachheit. Zuverlässig. Nein, ich wollte jetzt hier die Zuverlässigkeit, oder? Ach, Zuverlässigkeit reicht doch. So, na gut, haben wir sie halbwegs. Den größten Teil davon jetzt hier modifiziert. Ach nee, die haben wir vergessen, ne? Ja, die haben wir vergessen. Schussgenauigkeit. Nö. Rückstoß. Gut. So. Zurück. Nee, hier, ich habe ein neues Waffenmodell. Pass auf, jetzt kriegt er einen Schock. Was? 62? Das kann nicht sein. Jetzt ist er brieft. Warte, bis Karl dann wieder zu sich kommt. Herrlich. Hat's ihn oft mal in die Ecke gehauen. Na gut, gehen wir halt mal beim Bär runter. Willkommen auf unserem Sumpfeisbrecher. Ja, wie oft denn noch Bär? Welche Artefakte brauchst du, ne? Flamme. Muschel? Nee, Muschel will ich nicht haben. Gebe ich doch nicht. Muschel war doch das Ding, was wir hier gerade erst eingebunden haben hier. Das da mal ausgerechnet das Zeug haben will, was ich gerade eingebunden habe. Finde ich immer lustig. So. Gut, warten wir mal. Ja, bla. Warten wir mal im Bett, das geht vermutlich einfacher. Schlafen wir bis zur nächsten, bis zur 8. Ach ne, bis zur wievielten Stunde? Bis zur 8. habe ich gerade gesehen. Die Mission hat wieder mal stattgefunden. Zu beißen braucht er wieder mal was. Mal schauen, ob der Karte dann wieder wach ist. Ja, der ist wieder wach. So, ja, gehen wir beiseite, du Dreme. Was hast denn du für eine Waffe gehabt? Zeig mir deine Waffe. Nein, versteck die doch nicht. Hey, Bruder! Warum versteckst du die Waffe vor mir? Da zeigt sie mir nicht, der Dreme. Okay, gehen wir mal hierher. Warte, bis er runterkommt. So, jetzt sag, was hast du für eine Waffe? Hab ich doch richtig gesehen. Ach hier, genau, hier wollte ich ja. Ach Mann, bin ich schon total irre hier. Ich wollte die ganzen Medizinkram hier mitnehmen. Wenn wir schon hier einmal das Zeug hier rumliegen haben. So, jetzt reden wir noch mit dem Karte an. Da freut sich, da gibt uns gleich ein bisschen was. So, da können wir ein bisschen lesen. So, kriegen wir eine Schlüsselkarte von ihm. Dokumente in der Testwerkstatt finden. Man sieht sich, okay. So, und zwar ist das jetzt, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt hier im Dings ist. Ob das... Genau, das ist doch hier, gell? Ja, genau. Oh, was haben wir hier? Wir haben hier noch ein Versteck. Was haben wir hier? Na, geht aber beiseite. Eine Tankstelle. Und noch mehr Verstecke hier, die wir sehen. Lass mal anwählen hier den Kletterradatsch. Nö. So, na gut, machen wir uns mal Richtung... Das ist doch geil, kommen wir doch dran vorbei. Machen wir uns mal Richtung, weil wir auch wohin auch halt, wir müssen. Warte mal, ich muss doch meine Waffen wieder herrichten. Ich habe da ja überall das Zeug jetzt abgebaut. Durch die Modifikationen.
schnell unser Ding hier, unsere Hütten hier erstmal wieder in Ordnung bringen. Wissen du? Aha. Wissen du? Krähe? Ach, da ist schon Munition drin. Nee, ich will die. Will ich die haben? Nee, ich glaube, ich will die haben. So, und jetzt werden wir erstmal naja. Gut. Vielleicht finden wir irgendwo eine hier. So, das lassen wir mal. Untergranatwerfer können wir die nicht drauf knistern. Doch, weiß Gott. Hä? Hat er jetzt gerade gezeigt? Hier, guck mal, der zeigt an. Ach nee, Quatsch. Hier. Ach nee, das kann man nicht drauf machen. Was hat die jetzt gegrunzt? Ist doch okay. Na, schaut doch hier was grunzen. Hund? Wo versteckst du dich, du Mistfuhre? Hört ihr's? Da will uns jemand in die Wäsche. Kannst du haben, du Mistvieh. Aber erstmal durch. Noch hier. Jetzt ist die Frage. Welches machen wir drauf? Ach ja, wir hatten die ganze Zeit das mit Nacht, das Nachtsichtzusatz, gell? Hier. Ach, dort Bremse, die Mistviecher. Seht ich. Ja. Na. Du glaubst, du kannst mir entkommen? Das kannst du dir überhaupt schmatzen, mein Freund. Lass mal nach hier. Bin da auch nur noch einmal. Ja, bleib stehen. Ah, ist zu schnell. Da hinten rennt noch einer. Na. Na, kann das wahr sein? Kann ja wohl nicht wahr sein. Diese Mistviecher, ich hasse sie. Jetzt habe ich ihn erwischt. Ja, mal ganz schön vorhalten. Blöze. Und ey, nicht umdrehen, wenn ich auf dich. So, jetzt hab ich auch die Nase voll. Jetzt gehe ich zu euch. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss eh in die Richtung. Kann ich euch Mistviech doch gleich platt machen. Warum soll ich die Waffe einstecken? Hier haben lauter hässliche Köder rum. Ist ja blöd, wenn ich die Waffe wegstecken würde. Wo? Was? Quietscht? Ah, sind sie, die Mistviecher. Ich werde euch erwischen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Meine Jagd. Haha, ersten? Wo ist der zweite? Wo bist du, du Mistvieh? Wenn du mich schon da drauf bringen kann. Ja, knurr noch ein bisschen. Ah, hier oben flüchten hier. Ja, kannst du abschmatzen. Du entkommst mir nicht. So, jetzt wir das nochmal ausdiskutieren. Lass dir vielleicht mal meine Leute hier in Ruhe. Ihr Mistviecher. Oh ja, waren eh plus Banditen, wie es aussieht. Was ist das? Ach so, können wir gleich mal gucken, hier irgendwie. Haben wir hier irgendwas gescheit? Nö. Deutlich ist nicht. Quatsch, falsche Taste. Waffe raus. Muss schon Munition reinmachen. So. Richtung. Yeah. Ach, da hinten prasselt schon wieder. So, wo waren jetzt die blöde Tankstelle eigentlich? Wo waren die jetzt eigentlich? Wurde schon dran vorbeigerammelt. Ach ne. Ach,
Ach du Scheiße, ist ein weiter Weg hier. Ja, wieder rumgespielt. So. Wieder einen Haufen rumgespielt. So, irgendwo hier. Halt, hier ist eine Brücke. Ich habe schon wieder Geballer hier. Ich bin sogar aus der Richtung, in die wir hin müssen. Wer schießt hier auf wen? Freunde? Feinde sehe ich gerade keine. So. Das hier mehr links müsste die doch sein, die Tankstelle, gell? Ja, hier oben. So, wo zur Hölle soll da noch ein Versteck sein? Was ist denn hier los? Ach, mein Bitten kann ich doch nicht leiten. Gehen wir weg hier. Hör mal auf mich zu schießen, die Zähne. Ich komm auch noch her. Darf ich mitmachen mit der Schießerei? Ah, da noch einer. Ich kann bei Titten nicht leiten. Kommt her, ihr Mistvögel. Oh, na, bleibst du. Ja. Feige Sau. Tote Sau. Nee. Ach, sag mal, was ist denn da los? So, hier soll ein Versteck noch sein. Was? Wer lebt hier noch? Wer lebt denn hier noch? Wer quietscht denn hier noch? Der lebt nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Hä? Ne, ist weiter drüben irgendwo. Verstehe ich jetzt nicht. Sicher den Kind, der noch lebt. Ach, hier draußen vielleicht. Nein, noch. Nee. Hier in der Ecke? Da sag mal! Ich stehe hier noch ein Hund. Der ist tot. Der ist tot. Na, ich glaub's ja wohl nicht, oder? Oh. Na egal. Das kann nur hier oben sein, das Versteck. Da quietscht immer noch hier rum. Wo ist der hier? Hör mit dem Unsinn auf. Steck deine Waffe an. Wo höre ich denn hier? Ich höre. Ich höre die ganze Zeit ihn, aber steht kein. Da war noch einer. Oh, hat er den hat er den Starker hier erschossen? Was nehme ich denn hier mit? Die Bratwurst haben wir lange keinen mehr mitgenommen. Ich weiß nicht, wie sieht mich eigentlich mit Schnaps aus? Всем спасибо, все свободны. Нечего добро пропадать, я так мыслю. Ich nehme vorsichtshalber zwei Flaschen mit. Ich sehe es jetzt hier gerade nicht. Wer ist denn noch behalten hier? Dann plündert euren Kumpel. So, jetzt gehe ich nochmal hier raus. Ja, das ist, nee, halt, so war das doch. Ach, das war wieder diese Scheiße hier mit dieser Rumhüpferei hier, gell? Ja, genau, das meinte ich. Ach, Mann. Das habe ich mal gefressen wie ein Pfund Schmierseife, diese Hüpferei hier. Da hüpft die jedes Mal daneben. So. Okay. Toll. So, nochmal. Halt, ich muss die Glatte ausmachen. So. Das war halt wieder ein langer Part, Leute, gell? Ach, halt mich da am Arsch. So. Oh, jetzt hat es geklappt. Und jetzt hat es geklappt. Na, sag mal, bin ich denn Kercher oder was? Das Versteck habe ich doch schon längst ausgeräumt hier. Da war doch dieser Anzug. Da ist nichts mehr. Oh, warte mal. Ach doch, da war noch eine Flasche Schnaps. Na, ich glaub's ja wohl nicht. So, was zählt Hammersen?
Okay. Hier ist mit der Munition aus, auch okay, halbwegs mindestens. So, jetzt müssen wir zu diesem Forschungsobjekt 62. Da gibt's... Na, ich hab's doch geahnt. Bagger. Was ist der andere? Und ich alleine. Würdest du mal bitte umfallen, Kollege? Wie sich das hier denn standesgemäß gehört für euch Idioten. So, hier ist wieder dieses verblödete Mistteil hier. Ach, warte mal, können wir gleich mal hier ein bisschen mit der spielen hier. Gut, Munition wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ah, genau, da war es doch gerade, das Mistding. Komm her, wo bist du, du Mistteil? Ich jage dich. Ich kann sie vergessen, mein... Scheiße. Scheiß Gizmo. Toll. Wo ist denn jetzt noch hinwandern? Jetzt haben wir es erwischt. So, okay. Und der Eingang ist... Eingang ist, war hier noch irgendwas mitzunehmen? Nee, der Eingang ist auf jeden Fall hier. Zu diesem Forschungsobjekt 62. So, wo wir jetzt die Schlüsselkarte gekriegt haben, waren wir ja schon mal hier. Und so, Zugangskarte benutzt. So, ja Leute, ich würde sagen, bevor wir reingehen, beende ich den Part erstmal. War heute ja nicht ganz so interessant. Gut, ein bisschen rumgeballert haben wir trotzdem. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt ein paar Bewertungen ab. Und auch ein paar Kommentare. Gegen das Rauschen kann ich nichts machen, ich kann es nicht ändern, tut mir leid. Ich sage dann mal Tschüss weg, euer Sheradan.